Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer Trailer-Analyse von mir, dem guten Flui. Und zwar schauen wir uns heute den dritten Trailer von The Rising of the She-Hero etwas genauer an. Falls ihr The Rising of the She-Hero Staffel 2 euch angucken wollt, könnt ihr das gerne tun. Und zwar ab dem 6. April, am Mittwoch also, startet endlich die zweite Staffel. Die könnt ihr dann bei Crunchyroll gucken mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln. Falls ihr die erste Staffel nochmal sehen wollt, beziehungsweise in einer Zusammenfassung sehen wollt, könnt ihr das auf meinem YouTube-Kanal oben auf dem i, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, aber auch in der Endcard befindet sich eine Zusammenfassung der ersten Staffel. Ja, wir schauen uns wie gesagt den Trailer an. Natürlich leider darf ich den im Hintergrund ohne Musik abspielen, denn im Hintergrund hört man unter anderem neben der Synchro natürlich auch noch das Ending der zweiten Staffel. Und bei mir ist es ja etwas komplizierter, deswegen darf ich das ja nicht abspielen. Schauen wir uns wie gesagt den Trailer an. Ich habe den in verminderter Geschwindigkeit bei mir, deswegen wird das hier bei mir etwas anders sein. Wir sehen hier schon, der Stil, finde ich, ist ein bisschen anders. Also zumindest sehen die Charaktere doch etwas anders aus als noch in der ersten Staffel. Da war das ja alles etwas dunkler gezeichnet. Hier finde ich, dass das etwas ein bisschen zeichnerischer gehalten ist. Und wir sehen im Grunde genommen hier Risha. Risha, ein ganz, ganz wichtiger Charakter für die zweite Staffel. Die zweite Staffel wird ja insgesamt 13 Folgen haben. Die erste Staffel hat ja 25 Folgen, sogar mit einer extra langen Folge. Und die zweite Staffel wird 13 Episoden haben. Ich werde die übrigens jede Episode genau analysieren und natürlich Vergleiche auch zum Manga machen. Ja, wie gesagt, ich habe das hier in verminderter Geschwindigkeit, damit wir das genau angucken können. Ja, wir haben schon wir sehen ja schon auch, dass Itsuki hier auch eine etwas größere Rolle spielen wird. In der ersten Staffel hat er eigentlich so gut wie gar keine Rolle gespielt, war ja immer nur so ein bisschen Supporter, da war ja gerade Ren und besonders Mutter Yasuo im Fokus. Aber aufgrund von Risha werden wir da ein bisschen mehr von Itsuki tatsächlich besonders zum Beginn der zweiten Staffel tatsächlich sehen. Natürlich Naofumi, Raftalia und natürlich auch Philo werden natürlich auch in der zweiten Staffel ebenfalls dabei sein. Also hier sieht man schon Raftalia. Ich finde, dass es halt alles etwas ja heller gezeichnet ist. Obwohl eigentlich ja im Grunde genommen die gleichen Regisseure und das gleiche Team im Grunde genommen, die da an der zweiten Staffel arbeiten. Aber ich finde schon, im Vergleich jetzt zur ersten Staffel ist das alles ein bisschen heller gezeichnet. Und auch die Beleuchtung alles etwas heller gewählt als noch in der ersten Staffel. Hier sehen wir auch noch einen weiteren wichtigen Charakter für die zweite Staffel. Aber wie gesagt, da werde ich natürlich noch nicht zu viel vorspoilern. Ich kann mir auch schon vorstellen, warum die zweite Staffel nur 13 Folgen haben wird. Aber ja, da sehen wir, wie gesagt, auch nochmal den neuen wichtigen Charakter, aber da werde ich dann in meiner Analyse zu den jeweiligen Folgen eingehen, was es damit auf sich hat. Ich werde natürlich nicht spoilern, was es damit auf sich hat. Hier sehen wir auch Fituria, also die werden wir auch sehen. Und was wir auch schon gesehen haben, ist hier, wir sehen Leak auch wieder. Und wir haben auch schon Asta wieder gesehen. Ich habe den ja in meiner Zusammenfassung als Asta bezeichnet, weil er einfach die Synchro hat von Asta. Also Asta wird ebenfalls wieder dabei sein. Ja, also wir sehen hier schon viele wichtige Sachen, die dann tatsächlich schon für die zweite Staffel dann wichtig werden. Ja, und hier sehen wir auch schon einen neuen Schild. Also es wird schon vieles im Trailer tatsächlich so ein bisschen angeteased. Auch wir sehen hier viele wichtige Charaktere, die für die zweite Staffel sehr wichtig werden. Auch teilweise einige neue Synchronsprecher hören wir da. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass man sieht das hier im Trailer, man hat das in den anderen Trailern noch nicht so stark gesehen, dass Risha tatsächlich jetzt tatsächlich eine etwas größere Rolle spielt. Das hatte ich ja ein bisschen bemängelt, weil Risha kam ja am Ende der ersten Staffel tatsächlich in die Gruppe und wurde ja nur so hingefügt und so, ja, bam, ich bin da. Hatte ich ja so ein bisschen auch in meiner Zusammenfassung ein bisschen kritisiert, dass es einfach nur hingeklatscht wird. Und ja, und es wird tatsächlich auch so sein, dass wir da etwas näher
und beziehungsweise mehr kennenlernen von Risha, warum sie überhaupt das getan hat, was sie am Ende der ersten Staffel getan hat. Da bin ich sehr froh darüber, dass der Anime das nicht so komisch hinklatscht und sagt, ja, Risha ist jetzt da. Gerade auch, weil Risha besonders in der zweiten Staffel und auch halt in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird in The Rising of the SheeTuber. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man auch ihre Hintergrundstory kennenlernt. Und man hat ja jetzt hier schon am Anfang des Trailers hier so schön so ein bisschen gesehen, was sie so ein bisschen außen macht. Aber ja, das werden wir dann später dann im Anime etwas genauer sehen. Ja, wie gesagt, am 6. April, also am Mittwoch, startet endlich die zweite Staffel. Eine direkte Uhrzeit, wann die Folge dann auf Crunchyroll veröffentlicht wird, gibt es leider noch nicht. Wie gesagt, ich werde jeden Samstag um 16 Uhr eine Analyse zu der jeweiligen Folge machen und werde auch gleichzeitig einen Vergleich zum Manga machen. Und da werden wir dann auch mal gucken, wie es dann, welche Unterschiede es gibt. Ja, schreibt mir mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Freut ihr euch auf die zweite Staffel? Sagt ihr, ja, bin ich jetzt nicht so interessiert. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt in diesem Trailer endlich gesehen haben, dass Risha jetzt endlich mal ein bisschen Screentime bekommt. Weil gerade in der, ja, am Ende der ersten Staffel war sie da nur irgendwie hingeklatscht. Und ich fand die Szene irgendwie total unnütz. Und freue mich, dass sie da wenigstens jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen mehr Screentime bekommen wird und dass wir ein bisschen was von ihrer Story erfahren wird. Ja, wie gesagt, nächste Woche geht's dann los am Mittwoch und am Samstag um 16 Uhr gibt's dann die Analyse. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann, wie gesagt, am Samstag zur Analyse der ersten Folge. Bis dann und ciao, euer Flui.